hier dieses Grünkohl essen auf reges Interesse stößt. Mag es vielleicht daran liegen, dass ich was sage, das glaube ich aber eher weniger. Ich glaube es liegt daran, dass den Leuten der Grünkohl so gut schmeckt und deshalb will ich auch die Begrüßungsrede nicht allzu lang machen, denn ich weiß, es ist normalerweise Abendbrotzeit und wir hatten mit der Küche vereinbart, dass spätestens um 19.30 Uhr gegessen werden kann. Denn ich habe auch im Hinterkopf, heute ist Champions League, ich bin auch von vielen schon angesprochen worden. Die Knappen spielen heute gegen Real Madrid. Und ich weiß nicht, ob wir das pünktlich schaffen, aber der eine oder andere möchte natürlich pünktlich beim Anpfiff dann zu Hause vor dem Fernseher sitzen. Und deshalb versuche ich mich kurz zu fassen, aber möchte doch darum bitten, dass man die Gespräche hier weiterhin nutzt in dieser geselligen Runde. Wie gesagt, seien Sie herzlich willkommen. Ich darf natürlich bei der Begrüßung zunächst mich besonders bedanken, dass er heute zu uns gekommen ist. Begrüßen Sie mit mir unseren Bürgermeister Klaus Blome, der heute hier ist. Des Weiteren darf ich mich auch freuen, dass auch die Ortsvorsteherin aus Kleinberg hier ist, Frau Melanie Brankow-Stein. Und ja. Auch natürlich ein ganz besonders gern gesehener Gast, der mit seiner Truppe in Anführungsstrichen immer dafür sorgt, dass Bad Pyrmont bei den Senioren gut vertreten ist, bei der CDU. Werner Lange als Vorsitzender der Seniorenunion, herzlich willkommen. Natürlich begrüße ich die Mitglieder der Fraktion, die heute zahlreich hier sind. Ich darf begrüßen natürlich ganz herzlich den Kreisgeschäftsführer der CDU, Hamel Pyrmont, der gerade in den Raum betritt, Walter Klumme. Walter ist nicht nur der Vorsitzende, der Geschäftsführer der CDU, Hamel Pyrmont, sondern natürlich auch der Vorsitzende der Kreis-Seniorenunion. Das vergesse ich sonst mal, Walter, aber heute habe ich dran gedacht, deshalb auch an dieser Stelle noch die Begrüßung. Und ich darf mich freuen, dass auch unsere neuen Mitglieder hier sind. Besonders darf ich dafür begrüßen Anna Stutz und Manfred Böcklein. Herzlich willkommen an euch beide. Ja, meine Damen und Herren, wir möchten heute natürlich die Möglichkeiten nutzen, wieder, dass Sie sich selber miteinander unterhalten, dass wir uns über politische Themen an Tischgesprächen austauschen können und dass wir uns natürlich auch weiterhin in geselliger Runde hier bei dem einen oder anderen Glas Bier miteinander unterhalten können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch heute vorgelagert gehabt, turnusmäßig eine Fraktionssitzung. Und in dieser Fraktionssitzung ist auch das besprochen worden, was Sie natürlich auch besonders interessiert. Denn wir haben heute eine Nachwahl für den Fraktionsvorsitz hier in der Fraktion durchführen lassen. Und ich möchte Ihnen natürlich auch das Ergebnis dieser heutigen Fraktionssitzung hier an dieser Stelle auch kundtun und damit auch diesen Grünkohl oder das Grünkohlessen der Partei auch besonders nochmal hervorheben. Liebe CDU-Freunde, liebe Gäste und meine sehr geehrten Damen und Herren, in der heutigen Fraktionssitzung, ich habe es eben gerade erwähnt, hat es die Nachwahl zur Besetzung des Fraktionsvorsitzes gegeben. Am 3. Februar diesen Jahres hatte der CDU-Fraktionsvorstand getagt und die Mitglieder haben über die Besetzung des Fraktionsvorsitzes diskutiert und abgestimmt. Und der Vorschlag des Vorstandes wurde heute, wie gesagt, der Gesamtfraktion vorgestellt. Und nach kurzer Diskussion hat sich die Fraktion dem einstimmigen Votum des Vorstandes angeschlossen. Und daraufhin wurde unsere Kollegin Ursula Körtner einstimmig zur neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion hier in Bad Pyrmont gewählt. Meine Damen, meine Herren, Ursula Körtner hat große politische Erfahrung und eine hohe Sachkenntnis. Vor allem ihre besondere Bürgernähe und ihr Einsatz für die Heimatstadt Bad Pyrmont, die sie ganz besonders auch in ihrer 20-jährigen Abgeordnetentätigkeit im Niedersächsischen Landtag immer wieder gezeigt hat, machen sie für die CDU-Fraktion zu einer verlässlichen, kompetenten und engagierten Vorsitzenden. Wir haben also hier heute in der Fraktion den Übergang bei Ursula Körtner von der Stellvertretung zur Vorsitzenden. Und ich schätze ganz besonders, und das ist auch der Fraktion wichtig gewesen, ihre politische Erfahrung und ihr jahrelanges konsequentes Eintreten für die Bad Pyrmonter Belange. Und das ist, wie gesagt, nicht nur in der Fraktion besonders geschätzt worden, sondern auch immer mir, auch als Parteivorsitzender von den Mitgliedern der CDU in Bad Pyrmont,
näher gebracht worden. Dieses wird also besonders geschätzt und das zeichnet Ulla Körtner aus. Mit der heutigen Wahl von Ursula Körtner als Vorsitzende der CDU-Fraktion machen wir als CDU-Stadtratsfraktion für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt deutlich, dass wir weiterhin eine nachhaltige, sozial und wirtschaftlich verantwortliche Politik machen werden, auf die sie sich hier in Bad Fürmund verlassen können, auf die sich insbesondere die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, also die Menschen in Bad Fürmund, verlassen können. Die CDU-Fraktion mit Ursula Körtner nun neu an der Spitze wird gemeinsam mit dem Mitbürgermeister Klaus Blome, mit der Verwaltung und vor allen im Rat vertretenen Parteien eine vernünftige, solide und in die Zukunft gerichtete Haushaltspolitik anstreben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den einzelnen Abläufen wird sich gleich im Anschluss Ursula Körtner natürlich selber nochmal äußern. Und ich denke mal, ich werde dann zu gegebener Zeit gleich an Ulla Körtner das Wort nochmal übergeben. Ich möchte aber heute auch nochmal die Gelegenheit nutzen, kurz auf den politischen Aschermittwoch in Passau zu verweisen. Es hat heute wieder eine Schlagzeile gegeben, dass Seehofer gesagt hat, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Da merkt man also, dass die Bayern ein gewisses, gesundes Selbstvertrauen haben. Soweit sind wir noch nicht ganz hier nördlich des Weißwurst-Äquators, aber ich glaube auch, dass die Stadt Bad Fürmund zu viel zu bieten hat. Ob es jetzt die Vorstufe zum Paradies ist, weiß ich nicht. Allerdings möchten wir natürlich auch hier an dieser Tradition festhalten und auch weiterhin diese Politik hier in Bad Fürmund natürlich lebhaft mitgestalten. Ob man natürlich dann zu den legendären Redeschlachten eines Franz Josef Strauß oder eines Horst Seehofers kommt, weiß ich nicht. Soll aber auch nicht unser Anspruch heute sein, sondern ich freue mich, wie gesagt, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ja, wir werden natürlich auch heute, weil Ulla das gerade sagte, natürlich auch im geselligen Teil einiges noch hören. Und dazu ist bekanntermaßen heute Titus Malms zu uns gestoßen, der uns nachher nach dem Essen in seiner bekannten, liebenswürdigen, aber auch einzigartigen Art und Weise heute Abend, an diesem Abend hier noch mit einigen Dingen im gesellschaftlichen Bereich unterhalten wird. Ich möchte auch an dieser Stelle noch die Gelegenheit nutzen, einige kurze Ausblicke zu geben zu dem, was demnächst hier in Bad Pyrmont von der CDU-Partei, aber auch von der CDU-Fraktion vor Ort noch angeboten wird. Zunächst ganz kurz zur Kenntnis, am kommenden Montag, den 23. Februar, wird die CDU-Kreistagsfraktion auf Bitten von mir als stellvertretender Kreistagsfraktionsvorsitzender das Unternehmen Phoenix Contact Electronics besuchen. Wir werden uns um 18 Uhr vor Ort ein Bild machen über die Erweiterungswünsche, sprich den Neubau des Engineering Centers, so wie es geplant ist. Und als Vorstufe möchten wir uns natürlich auch nochmal über das geplante Parkhaus in den Emmerauen informieren, weil es hier auch die Zustimmung des Kreistages braucht, wenn es um die Teillöschung aus dem Landschaftsschutzgebiet geht. Und auch da möchten wir natürlich vor Ort für das Unternehmen die Wege öffnen, mit der Kreistagsfraktion uns informieren und uns auch von dem Architekten vor Ort, Herrn Brandstätter, informieren lassen, damit auch Fragen, die gestellt werden können oder sollen, auch an dieser Stelle gestellt werden können. Es hat darüber hinaus eine Presseerklärung gegeben, die sicherlich noch veröffentlicht wird zur örtlichen Kulturförderung. Auch hier sind die CDU-Kreistagsabgeordneten aus Bad Fürmund, haben sich an die Medien gewandt. Wir haben einen Antrag über die Kreistagsfraktion gestellt. War es bisher beabsichtigt von der Kreisverwaltung, die freiwilligen Leistungen für die Kulturförderung in den Städten Bad Fürmund und Bad Münder gänzlich zu streichen, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015, was zu einer erheblichen Qualitätseinbuße des Kulturangebotes vor Ort und auch in Bad Münder hätte führen können, haben wir uns dafür stark gemacht, dass wir einen Antrag stellen auf eine dauerhafte, jährlich wiederkehrende Bezuschussung aus dem Kreishaushalt in Höhe von 40.000 Euro für die örtliche Kulturförderung. Und ich hoffe, dass auch hier die beiden SPD-Kreistagsabgeordneten im Stadtrat diesem Antrag zustimmen werden und der Kreistag in seiner ganzen Breite erkennen wird, wie wichtig diese finanzielle, freiwillige Leistung aus dem Kreishaushalt auch für unsere Stadt vor Ort ist. Es hat darüber hinaus auch einen weiteren Antrag gegeben zur Beibehaltung der Sportförderung, denn auch wir haben als CDU-Kreistagsfraktion gesagt, diese investive Sportförderung ist ein wichtiges Mittel, gerade für die Vereine und Verbände im gesamten Landkreis Hameln-Pyrmont, die teilweise schon in erheblicher finanzieller Vorleistung getreten sind
um ihre Erweiterungswünsche und andere Dinge zu realisieren. Auch hier kann es nicht sein, dass wie von der Kreisverwaltung beantragt und auch beabsichtigt, dass diese investiven Sportfördermittel gänzlich gestrichen werden. Auch hierzu wird es demnächst im Kreistag eine Beratung geben. Und ich hoffe, dass auch hier ein Einlenken im Sinne der ehrenamtlich sportlich Aktiven in diesem Landkreis stattfinden wird. Ich möchte noch darauf verweisen, dass wir als CDU-Stadtratsfraktion, aber auch als Partei nach den Sommerferien Kai Seefried nach Bad Pyrmont holen werden. Er ist der schulpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und wird uns hier vor Ort insbesondere für die Schulpolitik in dieser Stadt, in dem Landkreis Hameln-Pyrmont, als exorbitanter Kenner der Materie zur Verfügung stehen. Und wir werden mit ihm auch eine öffentliche Veranstaltung vor Ort organisieren, um auch die Schullandschaft mit einbinden, um hier vor Ort die Schuldiskussion auf eine breite Basis noch politisch stellen zu können. Und last but not least darf ich schließen an dieser Stelle mit einem Ausblick auf ein weiteres Highlight, was uns bei Pyrmont erwartet. Am 13. Mai diesen Jahres wird der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nach Bad Pyrmont kommen. Er wird also in der Zeit von 18 bis 19:30 Uhr hier vor Ort sich ein Bild über die Stadt Bad Pyrmont machen wollen, insbesondere über das Gesundheitsangebot. Wir werden mit dem Staatsbad, mit Partei, mit Fraktion und den örtlichen Vertretern aus dem Bereich der Medizin hier vor Ort eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung organisieren, um hier vor Ort auch die Dinge anzusprechen, die unter anderem auch immer von der Seniorenunion angesprochen worden sind in runden Tischen. Und mit der heimischen Ärzteschaft möchten wir auch die Probleme, die in Bad Pyrmont vorherrschen, auch den Minister sensibilisieren. Und wir hoffen, dass auch diese Veranstaltung, die kreisweit beworben und auch eingeladen wird, zu einem großen Erfolg im Sinne der Stadt Bad Pyrmont werden kann. Soweit ein kurzer Ausblick über die Themen, die auch in Zukunft noch anstehen werden. Ich habe Ihnen gesagt, ich will es kurz machen, weil das Essen wartet. Unser Kärntner natürlich besonderes Augenmerk auch nochmal hat auf die Wahl, die eben gerade stattgefunden hat. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle unser Kärntner jetzt das Wort übergeben. Bedanke mich zunächst erstmal bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, für Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Ich gebe jetzt das Wort an Ulla und freue mich auf einen interessanten Abend mit Ihnen zusammen. Dankeschön.